Hi, ich bin Jonas Tümmler. Hi, ich bin Fabian Wiede. Herzlich willkommen zu Jagdfieber. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Jagdfieber. Mein Name ist Markus Assemacher, die Stimme der Füchse Berlin. Und heute bei mir am Mikrofon Bob Hanning und Fabian Wiede. Treff der Generation bei Jagdfieber. Füchsemacher Bob Hanning kommt gleich im Doppelpack und bringt einen seiner Talentfüchse mit. Fabian Wiede, der Mann, der schneller wirft als sein Schatten. Vielen Dank dafür und natürlich herzlich willkommen bei Jagdfieber, liebe Handballfreunde Hanning und Wiede. Jetzt sind Sie hier, zum einen der Macher der Füchse, Bob Hanning, und zum anderen das Talent Fabian Wiede. Hallo Bob. Einen schönen guten Tag. Und das Talent Fabian Wiede. Hallo Fabi. Schönen guten Abend. Wir haben gerade gegen Kiel gespielt, 29-33 verloren. Bob, ganz kurze Worte zum Spiel. Ja, war eine unglaubliche Kulisse mit der Zusatztribüne mit 10.000 Leuten. Hat extrem viel Spaß gemacht, das Ergebnis ein bisschen weniger. Wir haben es leider nicht geschafft, den THW Kiel im Angriffsspiel in der ersten Halbzeit zu stoppen. Die sind wie ein Orkan über uns gekommen und dadurch haben wir nie geschafft, einen Foul zu spielen oder mal einen Ballgewinn zu kommen, mal unsere große Stärke, den Gegenstoß auszuspielen. Hat leider nicht sollen sein. In der zweiten Halbzeit haben wir dann extrem viel versucht. Immer wieder den THW vor andere Aufgaben gestellt, so vorne wie hinten. Hat aber auch der THW viele gute Lösungen gefunden dagegen und haben nie aufgesteckt, haben wirklich maximal gekämpft. Aber der ganze Tag war heute so, dass immer so dieses kleine Quäntchen gefehlt hat, um was Besonderes heute lösen zu können. Was Besonderes fand ich die Würfe von dir, Fabian. 3 Tore hast du gemacht. Erzähl mal ganz kurz dein Statement zum Spiel. Ja, naja, also wir haben halt, fand ich, nicht so gut angefangen. Also haben, wie Bob schon erwähnt hat, viele zu einfache Tore bekommen, kamen nicht in unser Spiel rein. Und ja, es ging halt bis in die 40. Minute oder so, bis wir mal umgestellt haben, die Abwehr. Und dann, ja, haben wir uns ja wieder rangekämpft und leider hat am Ende ein bisschen die Zeit gefehlt, sag ich mal, damit wir uns wieder rankämpfen können. Aber ja, war einfach ein scheiß Tag, würde ich sagen, und abhaken und weitermachen. Bob, wenn du so siehst, Fabian Wiede, jemand, den du lange, lange trainiert hast, spielt vor 10.000 Leuten schon relativ abgeklärt, nimmt sich seine Würfe, trifft. Das muss doch auf der einen Seite ein schönes Gefühl sein. Du darfst das Wort relativ ruhig rauslassen. Er spielt schon abgeklärt und wir haben immer gesagt, wir bilden so gut aus, dass wir sie dann Richtung Bundesliga auch einsetzen können und unabhängig von dem, was dann gefordert wird, sie in der Lage sind, die Dinge zu lösen. Er hat einen überragenden Schlagwurf, das wussten wir schon immer. Das ist eine seiner ganz, ganz großen Stärken. Ich finde, er hat es geschafft, sich sehr, sehr schnell an die Härte zu gewöhnen und auch an das Abwehrspiel zu gewöhnen und hat im Laufe der Jugendjahre war er sehr, sehr oft der entscheidende Moment, was die 4 deutschen Meisterschaften angegangen ist. Und von daher, für mich persönlich ist das ganz ehrlich keine große Überraschung, auch wenn es mich natürlich freut und mich natürlich auch ein Stück stolz macht. Stolz machen kann ich auch eine Sache. Seit 3 Jahren mal ganz kurz zum Thema A-Jugend zurück, wo du der Trainer bist. Seid ihr ungeschlagen, 3 Jahre kein Spiel verloren und heute habt ihr gewonnen gegen SC Magdeburg. Ja, auch das war schön und auch Spaß gemacht, aber wir sind dieses Jahr noch nicht ganz so gut, wie wir das die Jahre zuvor waren. Da fehlt uns natürlich dann schon Fabian Wiede, auch in Jaron Siebert und die ganzen Jahrgänge davor mit Kenji Höfels und die Spieler für besondere Momente. Das heißt, wir müssen im Moment noch sehr, sehr viel dafür tun und bin mal gespannt, ob wir nochmal uns den Traum der deutschen Meisterschaft erfüllen können. Aber die Liga ist enger zusammengerückt und wir sind, das hat man heute auch gesehen, nicht ganz so dominant. Nichtsdestotrotz erwartet der Trainer natürlich schon von seinen Spielern, dass das Resultat das gleiche ist. Du hast viele Jahre unter Bob trainiert, jetzt spielst du in der ersten Mannschaft der Füchse Berlin, spielst du auf einmal vor 10.000 Leuten. Hemmt das oder sagt man sich, ey, jetzt erst recht? Ja, eigentlich schon jetzt erst recht, also, weil es macht eigentlich unheimlich Spaß, vor so einer Kulisse zu spielen. Zu Hause, alle sind, die meisten sind für dich und geben einfach Schwung im Spiel und ist einfach überragend. Also. Ich würde sagen, ganz kurz genug der Worte. Wir wollen jetzt sehen, über das, was wir die ganze Zeit geredet haben, wie die Bilder aussehen vom Spiel gegen den THW Kiel. Hier kommt der Spielbericht.
Der Kreis des Vertrauens auf der einen Seite, Jubel nach einer starken Partie auf der anderen Seite. Im Spitzenspiel der ersten Handball-Bundesliga setzt sich am Ende der THW Kiel mit 29:33 durch und bleibt somit Flensburg-Jäger Nummer 1. Weil das Team von Trainer Alfred Gislason Berliner Fehler zumeist eiskalt bestraft. Ja, die haben zu einer Seite immer die richtigen Tore zur richtigen Zeit gemacht. Wir sind gar nicht mehr richtig rangekommen an sie. Sie sind ja gleich weg gewesen zur Halbzeit mit 5, glaube ich, oder 6. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ja, und dann ist es schwer, gegen Kiel nochmal sowas aufzuholen. Aber wir haben alles dafür gegeben. Ich muss auch sagen, zum Schluss lief es ja auch einigermaßen gut. Und dann verlieren wir es leider doch noch mit 4 Toren, glaube ich. Gute Stimmung vor 10.000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle und zunächst großer Jubel, als die Vertragsverlängerung mit dem Macher, dem Manager Bob Hanning, bis 2018 verkündet wird. In der Anfangsphase der Partie trifft zunächst Konstantin Igropulo doppelt. Doch bei den Füchsen schleichen sich erste Unkonzentriertheiten ein. Christian Sprenger trifft hier zum 2:4 für den amtierenden Doublesieger. Und der Rechtsaußen bleibt auch nach der Aktion konzentriert, erobert sich den Ball sofort zurück. Trotz immer stärker werdender Kieler, die Füchse bleiben zunächst in Schlagdistanz. Jesper Nielsen mit dem 4:6. Im Team der Berliner übernimmt immer wieder der Spielgestalter die Verantwortung. Bartolomé Jaschka mit einem schönen Treffer zum 6:9. Doch die Zebras bleiben in jeder Phase der Partie meisterlich gelassen. Philipp Hiecher steigt höher als die Berliner Deckung in dieser Szene. Die bei den Kielern sehr gut arbeitet. Wieder Ballgewinn der Norddeutschen und über die Station Jicher-Wujin-Jicher erhöhen die Kieler auf 7:12 nach 20 Minuten. In die Halbzeit geht es trotz dieses sehenswerten Treffers von Matthias Sachison mit einem 6-Tore-Rückstand 12:18 für die Gäste. Im zweiten Durchgang probieren die Füchse viel, setzen zu Beginn auf den zusätzlichen Feldspieler, zunächst mit Erfolg. Doch als Kiels Torwart Andreas Palika zum 15:24 trifft, scheint die Partie fast schon gelaufen zu sein. Ja, sicher, erste Halbzeit war minus 6, in der 45. Minute war minus 9. Ja, und so ein Spielstand gegen Kiel ist dann klar in der Lage, das war schon klar. Zum Glück haben wir noch bis Ende gekämpft, das war nur minus 4, eigentlich nur. Aber da hat auch Kiel gewusst, dass die schon 2 Punkte haben und haben auch nicht so viel gekämpft und nicht so viel gelaufen. Aber trotzdem, minus 4 ist am Ende für uns noch relativ gut, weil wir schon minus 9 waren. Doch die Füchse kämpfen sich noch einmal heran. Auch dank der Treffer von Fabian Wiede, der unbekümmert aufspielt und sich letztlich dreimal in die Torschützenliste eintragen kann. Ich finde es auch gut, dass er sich keine Gedanken macht, einfach spielt, wie er kann. Und ich denke mal, so ist man auch am besten. Die offensivere Deckung der Füchse in den Schlussminuten bringt Ballgewinne. Doch letztlich ist die Hypothek von mitunter 9 Treffern Rückstand zu hoch. Der THW Kiel gewinnt am Ende völlig verdient das Spitzenspiel. Kiel ist so starke Mannschaft mit so vielen Erfahrungen, die haben das in Griff gehabt. Trotz der Niederlage gegen Kiel, ein Sieg am Mittwoch im Pokal in Hildesheim und am kommenden Sonntag zu Hause gegen Melsungen. Und dann wäre es doch ein schönes Weihnachtsfest für die Füchse. Es hat leider nicht ganz gereicht am Ende für einen Sieg gegen den THW Kiel, aber wir freuen uns auf ein ganz großes Event, was der Bob nach Berlin geholt hat. Erzähl mal ganz kurz das Thema, was bald stattfinden wird, nämlich nächstes Jahr im Mai. Ja, nicht ich habe das nach Berlin geholt, sondern die Füchse haben das nach Berlin geholt. Wir müssen schon exakt formulieren. Und, so ein bisschen was hast du ja auch damit zu tun. Ja, das ist richtig. Ein bisschen was damit habe ich schon zu tun, aber grundsätzlich haben wir sehr, sehr lange überlegt, was das für uns bedeutet. Es ist ein Top-Event für die Stadt mit unglaublichen Möglichkeiten. Wir träumen ja alle jetzt nach 9 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der Füchse Berlin einen europäischen Titel zu holen. Und das am besten auch noch in der eigenen Stadt. Und da müssen wir uns jetzt hinqualifizieren. Die Runde ist sehr schwierig mit Constanza, eine rumänische Mannschaft, die schon viel Champions League gespielt hat. Jean Berry mit den beiden Gilles-Brüdern, Welthandballer und dem slowakischen Vertreter. Da müssen wir uns erstmal qualifizieren. Aber es ist natürlich schon toll für die Mannschaft, sprich für die Spieler, wenn wir uns denn wirklich fürs Halbfinale qualifizieren können, das hier in dieser tollen Max-Schmeling-Halle dann auch spielen zu können. Und von daher sind wir da jetzt alle gespannt. Aber gibt es extrem viele Gespräche, die jetzt geführt werden, muss das Ganze drumherum. Das wird schon ein richtiges Highlight für Berlin.
Ich glaube, dass wir große Events durchziehen können in Berlin. Das haben wir durchaus gezeigt. Bei jedem Füchse-Spiel, wo wirklich ein großes Event auch stattfinden wird. Das Ganze findet statt am 17. und 18. Mai. Gibt es dann irgendwann mal eine Info? Ab wann gibt es Karten? Ja, wir beschäftigen uns jetzt mit der Thematik und gehen im Januar damit raus, dass wir mit einem klaren Konzept, auch einen klaren Ticketing-Vertrieb, weil auch das ist nicht ganz so einfach, weil man natürlich gewisse Themen auch freihalten muss. Und von daher müssen wir uns damit jetzt, wie schon, sehr, sehr intensiv beschäftigen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz überlegen, wir kommen ins Final Four, ins Finale, hier in Berlin. Du bist unter Bob mehrfacher deutscher Meister geworden. In deiner ersten Saison kommst du ins Finale und holst einen Titel. Das könnte ja schon ein kleiner Traum werden. Das könnte auf jeden Fall, ja. Aber erstmal, denke ich mal, müssen wir von Spiel zu Spiel gucken. Müssen jetzt die Saison erstmal noch gut überstehen und natürlich auch die Gruppenphase gut überstehen. Und wir haben, wie Bob schon meinte, wir haben schwere Gegner, auf die wir uns sehr konzentrieren müssen und fokussieren müssen. Und dann müssen wir hoffen natürlich, dass wir dann auch hier das Final Four spielen können, ja. Wir holen im ersten Jahr mit Fabian Wiede eventuell den ERF-Pokal und viele, viele weitere Titel können wir auch holen mit dir, weil du hast verlängert bis 2018. Was war der ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt ist, dass ich mich unglaublich wohlfühle in dieser Stadt, dass ich viel mitgestalten durfte an den Füchsen Berlin, mich hier extremst wohlfühle. Es ist ein toller Club, es ist ein tolles Umfeld, man kann in Ruhe arbeiten, man kann... Wir haben sehr kurze Wege, wir haben zwei Gesellschafter plus den Verein. Wir haben mit Dr. Frank Steffel einen Präsidenten an der Spitze, der aktiv mitarbeitet und trotzdem einfach unterstützt. Dasselbe gilt für den Beirat und auch für unsere Hauptpartner. Und in so einem Umfeld zu arbeiten, in der schönsten Stadt Deutschlands arbeiten zu dürfen, seine eigenen Jugendlichen heranwachsen zu sehen, da braucht man wirklich nichts anderes und kann auch dankbar sein, dass man das darf. Dass man das darf, Fabi, im ersten Jahr bei den Füchsen auch relativ viel Spielzeit bekommt. Versuch mal so kurz den Unterschied zu erklären. A-Jugend und erste Männer. Ja, auf jeden Fall die Körperlichkeit. Also wenn man jetzt sieht, wenn da so ein Nisha im 1-gegen-1 gehen nicht geht, dann musst du 150-160% geben. In der A-Jugend haben 80 manchmal gereicht, um da einen festzuhalten. Und deswegen muss ich halt... Und damit waren wir nicht immer einverstanden. Das wollen wir gleich mal festhalten hier. Und ja, daran arbeite ich halt meiner Körperlichkeit auch vor allen Dingen mit Erik, mit unserem Athletiktrainer, viel Krafttraining extrem. Und natürlich aber auch die Spielgeschwindigkeit. Also das Spiel war heute, finde ich, sehr schnell, vor allem zum Ende hin. Und das macht einfach den Unterschied zur A-Jugend aus. Wenn man heute gesehen hat, THW Kiel, normalerweise mit so einer Riesenbank wechselt die Reihe um durch. Ich glaube, der Kiel THW hat ganz, ganz wenig durchgewechselt. Der THW hat wenig durchgewechselt oder wir haben wenig durchgewechselt? Der THW hat erste Halbzeit immer zwei Leute Abwehr angewechselt können und damit natürlich schon den Spielern auch die Pausen gegeben. Und die haben natürlich 15 Leute auf Weltklasseniveau. Das muss man einfach auch klar konstatieren. Und unsere Spieler entwickeln sich zu Weltklasse, unsere Jungen. Und von daher dauert das auch seine Zeit. Und es ist auch alles gut, so wie es ist. Und wir haben ja gesagt, wir wollen den etwas anderen Weg gehen. Wir freuen uns jetzt auf Paul Drucks, der im nächsten Jahr dazukommt. Jonas wird ein Jahr weiter sein. Fabi wird wieder ein Jahr weiter sein. Dazu gepaart eben mit den erfahrenen Größen. Silvio Heinevetter im Tor mit Peter Stochel zusammen. Dennis Bojaric als Abwehrchef, die jungen Spieler führen. Ich glaube, die Mischung zeigt uns, dass das der Weg auch ist. Und wir haben 8 Verlustpunkte aus der Hinserie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben fast gar keine Punkte liegen lassen im Laufe einer ganzen Halbserie gegen Melsungen. Das allererste Spiel kam bei aus den Qualifikationsspielen um die Champions League. Das war mehr als nachvollziehbar. Ansonsten haben wir einen Punkt abgegeben in Flensburg. Gut, wir haben gegen die Rhein-Neckar-Löwen einen Punkt abgegeben. Wir haben gegen den HSV sehr unglücklich verloren und haben heute gegen den THW Kiel verloren. Also ich finde, das ist eine überragende Hinserie, die wir gespielt haben. Und von daher freue ich mich jetzt schon auf die Rückserie. Ich sage aber auch gleich, das Spiel nächsten Sonntag gegen Melsungen ist absolut richtungsweisend. Da müssen wir uns absolut drauf fokussieren, weil das genau die Situation ist. Mit den Top 5 können wir mithalten und wir dürfen auf gar keinen Fall einen Sechsten mit reinlassen. Und darum wird es am Wochenende gehen. Nächsten Sonntag geht es gegen die MT Melsungen und ab und zu hat ein Handballspieler auch Spaß und das mit seinen Mannschaftskameraden, denn dann geht er bowlen. Hier gibt es einen Bericht zum Thema Bowlen. Jonas Tümmler und Fabian Wiede. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out
as I was crawling in. I got up so tight, I couldn't unwind. Dafür, dass sie eine ruhige Kugel schieben, sind Berlins Talentfüchse Fabian Wiede und Jonas Tümmler im Allgemeinen nicht bekannt. Im Gegenteil, die beiden Nachwuchskräfte des Handball-Bundesligisten machten in dieser Spielzeit bereits nachhaltig auf sich aufmerksam. Blindes Verständnis zwischen beiden macht sich manchmal auch in Neckereien bemerkbar. Und so wird vor dem Bowling-Duell aus Fabian mal eben schnell Fabienne. Also als Fabi damals in Potsdam gekommen ist, hat man natürlich erstmal gedacht, was ist das für einer? Weil damals war er echt noch nicht so gut, auch im Handball nicht, aber hat sich halt super entwickelt. In der Tat, der viermalige deutsche Nachwuchsmeister Fabian Wiede wusste in dieser Saison seine Spielzeit effektiv zu nutzen und hält dem Druck nicht nur beim Bohlen stand. Jetzt ganz schwierig, ganz schwierig. Ah. Dago ist ein super Trainer. Also, als ich jetzt hier erfahren habe, dass ich in der ersten Liga spiele und Anfang der Saison mittrainiert habe, dann die ersten Spiele und auch sehr viel gespielt habe, hätte ich nicht gedacht, dass er das halt macht mit uns. Und es ist dann schon halt ein bisschen ins kalte Wasser werfen, wenn man sehr viel spielt, Spielteile bekommt. Es läuft auch für Jonas Tümmler. Während der Verletzungspause von Jesper Nielsen nutzte er seine Chance, bewies Durchsetzungsvermögen am Kreis. Der in Berlin geborene 1,92 Meter große Jonas Tümmler entschied sich im Alter von 5 Jahren, die Lederkugel fortan am liebsten auf Tore zu werfen. Als Bob Hanning 2005 beim damaligen Zweitligisten anheuerte, witterte der Kreisläufer aber noch keine spätere Chance auf eine Bundesliga-Karriere. Also so weit habe ich erstmal gar nicht gedacht in dem Augenblick. Ich war, glaube ich, 13 Jahre oder 14 vielleicht. Dann bin ich zu den Füchsen gewechselt. Also aber dafür, da hat noch nicht die Rolle für mich gespielt, dass ich oben irgendwie ankommen werde oder dort spielen werde oder dass ich erste Liga spielen werde. Das hat sich dann halt alles mit der Zeit entwickelt und ich habe mich damals halt auf die Jugendarbeit mit Bob gefreut und auch gut gearbeitet dafür und hat mich dann halt selbst belohnt dafür. Die als Gewinnrunde ausgerufene zweite Spielrunde entscheidet letztlich Fabian Wiede für sich. Über die Bowlingbahn hinaus haben beide klare, aber bescheidene Ziele. Die Hauptrunde gewinnt er natürlich. Ich will von Jahr zu Jahr nach vorne gucken, will mich von Jahr zu Jahr verbessern. Und natürlich ist es auch mein Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen und auch eine richtige Stammkraft bei den Füchsen zu sein. Aber das kann halt meine Zeit natürlich noch nicht wissen, weil das viel passieren kann. Aber ja. Ja, ich denke, also oder ich hoffe eher, dass ich halt ein guter Spieler halt bei den Füchsen bleibe und halt mich so weiterentwickle, dass ich halt komplett etabliert bin und hier meinen Teil halt erfülle. Jonas Tümmler und Fabian Wiede, zwei Nachwuchsfüchse, die auch künftig den einen oder anderen großen Wurf landen wollen. So sehen Sieger aus, denn beim Bowlen hast du gewonnen. Ja, genau. Also die Ansage war ganz klar, die erste Runde wird eingespielt und zweite Runde ist dann das Hauptmatch. Und da hat dann Jonas wahrscheinlich schon einen Pulver verschossen in der ersten Runde und deswegen konnte ich dann in der zweiten Runde gewinnen. Hat sich ganz gut angefühlt, oder? Ja, natürlich, so eine kleinen Konkurrenzkämpfe untereinander sind immer so ein bisschen was Schönes und ja, es ist natürlich schön, gegen Jonas zu gewinnen. Unser Rückraum-Rechtstalent Fabian Wiede.